Wenn wir in den Libanon, das ist eine sehr hitzige Angelegenheit geworden, wenn wir nach Ägypten gucken, mit diesen Todesurteilen, diese fast maschinell hergestellten Todesurteile, die ein unglaublicher Skandal rechtspolitisch gesehen sind. Keiner sagt etwas, weil Verwirrung herrscht. Nicht zuletzt Verwirrung. Wenn wir nach Libyen gucken, wo der Ministerpräsident in die Schweiz fliegt, weil die Milizen die Macht übernommen oder nie abgegeben haben, weil es dort keine wirkliche Bewegung in Richtung Demokratie gibt. Der einzige Lichtblick, den wir haben, das ist, wir haben es angesprochen, Tunesien. Und Tunesien berechtigt zunächst mal zu hoffen. In Tunesien ist etwas passiert, was ich persönlich für unmöglich gehalten habe. In Tunesien ist eine Verfassung verabschiedet worden, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind, in der Religion eine Privatangelegenheit ist. Und das finde ich eine stille Sensation, die bei uns fast nicht wahrgenommen worden ist. Es ist allerdings nur auf dem Papier bisher. Und das große Problem wird sein, kann man das in Tunesien in die Wirklichkeit umsetzen. Also ich denke, dass Tunesien sicherlich das Land ist, wo am meisten Veränderung auch nachhaltig stattgefunden hat. Wenn man Revolution in der Form beschreibt, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, als eine vollständige Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse, dann ist das sicherlich auch in Tunesien noch nicht ganz der Fall. Aber man kann sicherlich sagen, dass Tunesien auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ich glaube aber, dass wir trotzdem aus den Umbrüchen der arabischen Welt innerhalb der letzten 3 Jahre 6 Punkte mitnehmen können, die meiner Ansicht nach deutlich machen, dass dieser Umbruch sehr, sehr viel nachhaltiger ist, als es jetzt auch erscheint. Das Erste, einer der kontinuierlichen Vorwürfe, die wir gehabt haben, ist, dass Islam und Demokratie nicht zusammenfinden können, weil es dort eine grundsätzliche Widerstrebigkeit gibt, dass wir einfach eine Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie haben. Ich glaube, die 3 Jahre haben deutlich gemacht, dass die arabischen Völker nicht anders als viele andere Völker der Welt genauso bemüht sind, in demokratischen Verhältnissen zu leben. Und die Völker, die dafür auf die Straße gegangen sind, sind quer durch alle Länder hindurch. Das Zweite, dass der sogenannte politische Islam keineswegs für ein, ich will jetzt mal die Begrifflichkeit verwenden, auch wenn ich sie eigentlich sehr, sehr unzulänglich finde, für Islamismus in irgendeiner Form steht, also für eine gewaltorientierte Anwendung von religiösen Praktiken. Im Gegenteil, wir können feststellen, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, auch die neue Verfassung, die in Tunesien geschrieben worden ist, ist unter nachhaltiger Mitwirkung der Mörderbewegung dort geschrieben worden, die in den meisten Ländern, wo Wahlen stattgefunden haben, die überwältigende Mehrheit der Stimmen bekommen haben und deutlich gemacht haben, dass sie sehr wohl auch mit demokratischen Mitteln umgehen können. Das Dritte ist die Frage der Frauen. Auch da haben wir gesehen, schon innerhalb der revolutionären Bewegungen, die dort stattgefunden haben, auf dem Tahrir, im Jemen, aber auch in Tunesien an anderen Stellen, dass die Frauen eine ganz, ganz relevante Rolle gespielt haben in den Veränderungsprozessen, die dort stattgefunden haben. Ganz anders als das, was man ihnen vorwirft. Ja? Inwieweit sie diese Ernte am Ende einfahren können, für die Opfer, die sie gebracht haben, das ist eine zweite Sache, hat aber meiner Ansicht nach vor allen Dingen mit grundsätzlichen patriarchalen Strukturen zu tun. Das Vierte ist die Frage des Einsatzes von Gewalt. Und da bin ich mittlerweile ein bisschen gespalten, aber ich glaube, dass die Veränderung, die in Tunesien zum Beispiel stattgefunden hat, auch eine Antwort ist auf Al-Qaida, auf die radikalen Kräfte, die am Ende mitgeteilt bekommen haben, dass Veränderung auch ohne Gewalt möglich ist. Natürlich kann man jetzt nach Ägypten sehen und sagen, ja, ist zwar ohne Gewalt, aber am Ende ist sie dann auch ohne mit Gewalt dann sozusagen wieder aufgehoben worden. Aber dennoch sehe ich das als ein wichtiges Zeichen. Das Letzte ist die Frage des Westens. Und da, denke ich, sollten wir etwas stehen bleiben und darüber nachdenken,
Sie sagen, dass die Dinge unklar sind. Ich glaube, dass der Westen sehr unaufrichtig mit seinen eigenen Werten umgeht, weil er eben nicht zu dem steht, wofür er eigentlich stehen sollte. Das, was in Ägypten stattfindet, gehört aufs Schärfste verurteilt von an denjenigen, die sagen, dass sie nicht für eine Militärdiktatur sind. Jetzt ist genau das, was stattgefunden hat in Ägypten, das. Und wir haben keine klare Positionierung der meisten europäischen Regierungen in dieser Frage. Und das ist einfach etwas, was meiner Ansicht nach beschämend ist. Ich bleibe dabei, dass meiner Ansicht nach die Umbrüche deutlich machen, dass wir dort Veränderungen haben. Dass diese Veränderungen natürlich momentan herbe Rückschläge erlebt. Das stehe ich zu, das sage ich ja nicht. Nein, ich habe das ja gerade gesagt. Die Frage bleibt, dass wir in einem Prozess sind, den man nicht in Jahresfristen sozusagen bewerten kann, sondern wo man wirklich in Dekaden gucken muss, welche Veränderung ist. Wir sprechen über Ägypten, über ein System, was innerhalb der letzten 50, 60 Jahre, eigentlich gibt es sogar einige, die sagen, seit 1805, sogar aus der Zeit des türkischen Kalifats noch, ist Ägypten kontinuierlich unter Militärherrschaft. Ja? Also zumindest die letzten 50 Jahre sind unter Militärherrschaft gewesen, davon 45 Jahre unter Ausnahmezustand, das Land. Die Mamelucken waren auch nicht viel besser. Und die Mamelucken waren auch nicht viel besser. Das heißt, wir könnten noch einige Jahrhunderte noch weiter zurückgehen. Also bleibt die Frage, was findet dort statt? Man muss es einfach in einen anderen zeitlichen Kontext setzen. Nur habe ich das Gefühl, dass das, was momentan dort stattfindet, nicht einfach mit Gewalt niederzuschlagen sein wird. Und Sisi und auch seine Gefolgsleute wirklich einem schweren Fehlurteil unterliegen, wenn sie glauben, dass sie mit Gewalt das Land wieder in die vor Januar 2011 Zeit zurückversetzen können. Haben denn die Moslembrüder nicht auch entscheidende Fehler gemacht in Ägypten? Selbstverständlich. Also aus meiner Sicht ist der größte Fehler, der begangen worden ist, natürlich erstmal verbunden mit der Tatsache, dass man selber einen Kandidaten gestellt hat für die Präsidentschaftswahl. Also das ist meiner Ansicht nach aus Sicht rückblickend, aber auch schon damals. Die Muslimbruderschaft hatte die Position zu Anfang genommen, auch ganz streng genommen, dass sie keinen Präsidentschaftskandidaten stellen werden. Sie haben das nach 9 Monaten geändert und dann doch einen Kandidaten gestellt, aus Gründen, die sie damals angeführt hatten. Aber es ist eigentlich offenkundig gewesen, dass wir in einer Zeit leben, wo es unmöglich sein wird, dass eine Person in der Lage sein wird, die Probleme des Landes so vieler Jahre zu lösen. Die Erwartungen sind exorbitant gewesen der Bevölkerung und es hätte eines Führers bedurft, der in der Lage gewesen wäre, sehr, sehr viel besser auf die breite Bevölkerung zuzugehen. Und vor allen Dingen auch die falschen strategischen Partnerschaften. Die Suche am Ende nach politischen Mehrheiten mit den Salafisten, das macht zwar zusammen 80% der Wähler, ja, aber die richtige politische Allianz wäre sicherlich mit dem liberalen Lager gewesen, was man verpasst hat.